Guten Morgen, Mallorca. Ich bin wieder früh unterwegs. Ich mache mir die Maske mal drauf, weil auf dem Flughafen ist ja Maskenpflicht. So, ich habe einen kleinen Lost Place gefunden hier auf dem Flughafen. Habe ich gedacht, das muss ich euch mal eben zeigen. Man geht immer irgendwo zu seinem Flieger und was sieht man da hinter einem? Ist ein Restaurant, das schon ja seit Covid-Zeiten irgendwie nicht mehr auf hatte. Was es da zu sehen gibt, zeige ich euch ganz kurz in einem ganz kurzen Video. Ja, eigentlich gab es hier mal irgendwie Burger M für 10 Euro mit einem Bier dabei. Sieht schon nicht schlecht aus. Und guckt mal hier, so lange war das Restaurant nicht auf. Das ist also richtig mit Staub beschlagen. Und immer wieder legen die Leute dann ihren Dreck ab. Guck mal, da ist nochmal so ein All-Inclusive-Band von einem Hotel, was man einfach auf der Rückreise nach Hamburg nicht mehr brauchte. Also von hier fliegen auch irgendwie die Flieger von Hamburg. Unter dem Staub nochmal ein Pulled Pork Burrito. Ja, da lugt ja nochmal so eine angebrochene Dosis San Miguel. Und dann geht es da gleich weiter mit Kaffee, irgendeine Maske, die einer nicht mehr braucht. Und hier, da sehen wir auch wieder Staub, nicht? Und da, wo mal was gestanden hat, ist jetzt kein Staub, aber dieser hat schon ewig nicht mehr aufgehabt hier, der Laden. Ja, ist wahrscheinlich auch schwierig mit der Innengastronomie hier. Ja, hier auch selbst am Eingangstresen alles verstaubt hier. Und da weiß selbst der Abraham Lincoln nicht mehr, was er sagen soll, nicht? Von diesem amerikanischen Restaurant, was auf dem Flughafen nicht mehr genutzt wird. Ja, auch hier, da sieht man, der Boden ist voll Staub und hier könnt ihr richtig sehen. Ich mache da mal ein Smiley rein. Seht ihr das? Da, also richtig schön staubig. Ja, Ina und ich sind jetzt erstmal auf dem Weg nach Deutschland. Wir werden so ein paar Besuche machen. Ein bisschen Lost Place ist auch dabei. Dann fangen wir heute doch schon mal mit so einem Lost Place auf dem Flughafen an. Ich wünsche euch alles Gute. Ich habe übrigens noch eine Sache zu Pagera. Ich habe es gerade gelesen. Da fragen die Leute doch tatsächlich, ob es in dem Hotel Moreland Suites, ob es da nicht auch Handtücher gibt am Pool, also Poolhandtücher. Also zum Mitnehmen ganz bestimmt nicht, aber wer da Hotelgast ist, bekommt dort auf jeden Fall Handtücher, um das mal ganz kurz zu beantworten. Ich weiß gar nicht, wie solche Fragen aufkommen, ob es am Pool Handtücher gibt. Also wenn man ein Hotel gebucht hat, dann kriegt man da auch Handtücher und die werden regelmäßig getauscht, gerade jetzt in diesen Zeiten. Also, was für Fragen? Muss ich ganz ehrlich sagen. Manchmal ist es komisch, was die Leute für Fragen stellen. Aber das nur mal eben so am Rande. Ich wünsche euch alles Gute. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao.